Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. Bienvenidos a Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Also, wie hat Ihnen der Film allgemein so gefallen? Und es war ein bisschen, finde ich, ein bisschen außergewöhnlich, weil man ja so eine Szene ja kaum kennt. Ja. Wir sind ja in der Stadt und kennen ja also nur die herkömmlichen Vorgänge, aber wie so Leute sich da zurechtfinden außerhalb, es ist relativ ungewöhnlich und wir machen das auch kaum, ne? Oder wir kennen das auch. Ja, das stimmt. Glauben Sie, Sie würden das auch so hinbekommen wie die oder würden Sie es komplett anders machen? Also oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich träume schon manchmal davon, hier ein bisschen zu flüchten. Ja. Aber man kommt aus diesem Moloch ja kaum raus. Ne? Ja. Das ist ein System. Das stimmt. Und es ist kaum möglich, das hier hinzukriegen. Ja, da haben Sie wohl recht. Meinen Sie, Sie würden sich von denen die Haare schneiden lassen? Die haben sich ja gegenseitig die Haare geschnitten, oder? Ich glaube, das ist ein Mittel zum Zweck, weil wenn du lange Haare hast da draußen, dann hast du mehr Läuse als ja, üblich, ne? Das stimmt. Mhm. Und hat der Film Sie zu irgendwas inspiriert oder angeregt? Ist jetzt schwer zu sagen. Ich bin immer gegen die Emotionen, die man gleich danach hat. Also man muss erstmal drüber schlafen, man das muss erstmal sich ein bisschen ja, wirken lassen. Aber ich glaube, da sind schon ein paar so Ideen, wo man sagt, ist denn alles immer so wichtig, was wir hier so treiben oder was wir hier immer so denken? Und ich glaube, wenn man da ein bisschen zurückrudert und mal ein bisschen zurück, auf den Nullpunkt mal wieder setzt, ich glaube, dann kann man wieder neu polen oder wieder neu aufbauen, das Ganze. Ich finde es gar nicht so schlecht, eigentlich mal wieder drüber nachzudenken, wenn man andere Seiten mal wieder sieht. Man muss immer zwei Pole sehen. Man muss ja die eine Seite sehen und die andere, dann kann man auch ein bisschen besser die Kritik auch geben. Und das finde ich ist ganz gut. Und ich finde auch, es gibt einmal Zeit, mal nachzudenken. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt durchführen würde. Weil ich meine, das sind ja auch nur Ausschnitte von diesen Leuten. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das dieses jetzt genau verfolgen, diese Lebensart. Ich glaube, die Lebensart ist am besten, wo man sich auch wohlfühlt und dann auch ins Bett geht und sagt, ja gut, ich war jetzt am heutigen Tag mit mir zufrieden. Das stimmt. Ja. Gut, danke, das war's dann auch schon. Vielen Dank.